Der Schriftzug ist angebracht, wenn man dahinter schaut, viele Autos sind hier, es ist umtriebig, wird gearbeitet, sind alle in einem Plan. Ja, also ich muss sagen, ich bin total stolz auf unsere Handwerker. Lauter regionale Firma, die wir da engagiert haben, und sie gern Vollgas. Sie sind am Freitagabend da, sie sind sogar am Samstag hin und wieder da und schauen, dass wir pünktlich bis 20. Juli fertig werden und dass wir da wirklich eine lässig coole Geschichte reinbringen. Firmament hat was mit nach keine Grenzen, nach oben offen zum Tor. Das heißt, es gibt bei uns keine Limits. Limits stand eigentlich oder entstand eigentlich nur im Kopf, sondern wir wollen Freidenker sein, wir wollen Freigeiste sein. Wir sind ein Seminarhotel auch mit jede Menge Seminarräumen. Da ist es ganz wichtig, dass man open-minded ist, dass man sich neue Gedanken zulässt, dass man auch umgeben von einer tollen Bergwelt und einer schönen Raumhöhe einfach frei denken kann. Ihr wart mit eurem Unternehmen, mit Seidel Catering, schon auf der ganzen Welt bei Olympischen Spielen. Mehr kann man eigentlich fast nicht erreichen. Jetzt wird man quasi sesshaft. Also man holt sich die Events und alles hierher nach Hause. Also grundsätzlich habe ich mich mit zarten 24 Jahren selbstständig gemacht, den Sprung ins kalte Wasser als One-Man-Show. Bin dann relativ lang, also mit meiner Frau Silke zusammen, bin dann relativ lang alleine gewesen und haben mir zum Grundsatz gemacht, ich stelle mir nur Leute ein, die fachlich auf dem Gebiet besser sind als ich. Und dementsprechend sind wir schön langsam, aber sehr gesund gewachsen. Und das hat dann wirklich zu olympischen Aufträgen geführt und im Event-Catering-Bereich. Und der Event-Catering-Bereich, da hat man immer mit gut gelaunten Leuten zu oder Gästen zum Tor. Man hat mit Firmen zum Tor, man hat mit Hochzeitspaaren zum Tor. Alle, die was zum Feiern haben, verbringen den schönsten Tag mit uns. Und es ist extrem befriedigend, wenn man den Job da machen darf. Und jetzt ist das im Prinzip, jetzt mündet das da im Firmament, dass wir nicht bloß an 300 Caterings außerhalb tätig sind, sondern dass man die glücklichen Leute auch noch zu uns hinholt. Jetzt haben wir schon einiges gehört, jetzt können wir es uns einmal anschauen. Selbstverständlich. Bitte Martin, hereinspaziert. Momentan stehen wir mitten im Restaurant. Wir haben eine hauseigene Vinothek da drin. Das heißt, wir haben ein Shop-in-Shop-Konzept mit einem Bewander. Wir haben einen eigenen Sommelier. Wir haben 600 verschiedene Weine, verschiedene Gins, verschiedene Rums. Also das ist ein ganz Multikulti-Konzept. Es ist ein Pizza-Pasta-Konzept. Auch. Sprich, wir stehen da direkt vor unserer Showküche, wo dann zum Teil internationale Köche ihr Land präsentieren. Durch unsere olympischen Einsätze haben wir da ein sehr, sehr großes Netzwerk. Wir holen Leute aus der ganzen Welt daher und zeigen ihnen Vorarlberg. Wir bilden sie aus zu Catering- und Eventköchen. Und da ist nachher der Umkehrschluss, präsentieren sie nachher ihr Land. Unser Anspruch ist kein elegantes Hotel-Restaurant, sondern wir wenden Bienenstock. Wir wenden Bienenstock, wo sich wirklich alle Nationalitäten und Männle, Weble, alles vernetzt und auf eine schöne Zeit genießt miteinander. Also wir sehen uns als Ausgangspunkt. Wir sind nicht das romantische Hotel im Bregenzer Wald oder im Montafon, aber wir sind der Ausgangspunkt. Wenn einer 3-4 Tage oder auch kürzer vor Arlberg erleben will, dann ist er bei uns mitten im Zentrum. Er ist in 20 Minuten im Montafon, in unter 20 Minuten steht er von da am Bodensee. Genauso wie im Bregenzer Wald. Und wir haben natürlich mit dem Golfplatz der Fußläufe direkt da drin, der ist schon ein paar hundert Meter da drin. Wir sind mittendrin im Epizentrum und natürlich auch an der Schweizer und der Liechtensteiner Grenze. Also Standort ist definitiv einer von den großen Vorteilen und Erreichbarkeit, was wir da haben. Wir haben alles, was die Firma braucht für eine Vertriebstagung, für eine Schulung. Wir haben knapp 150 Zimmer, die sehr cool und hochfunktional ausgerichtet sind oder eingerichtet sind. Wir haben eine Eventhalle, wo man mit 800 Leuten sogar ein Konzert machen kann. Wir haben eine extrem lässige Raumhöhe drin, wo man Künstler auftreten kann. Die Halle ist befahrbar. Bedeutet, man kann sogar Automobilausstellungen und alles da drin machen. Die Eventhalle, wie gesagt, die hat am Anfang, hat man da einen kleinen geschützten Bereich.
Da sind natürlich überall schon Tische, Hochtische, Rundtische, Galatische. Und wenn man dann nach vorne kommt, dann merkt man, wie das Firmament offen geht. Also das erste Mal ist schon ein kleines Staunen, obwohl wir jetzt mitten noch in einem, wir staunen in einem Rohbau, aber es fehlt natürlich noch, die kompletten Vorhänge fehlen, die Traversen fehlen. Es gibt da 2 Meter Durchmesser große Disco-Kugel, die dann für spezielle Events da oben sich drehen wird. Da oben sind die Seminarräume, da oben ist die Open Work Space Area, sprich die öffentlichen Arbeitsplätze, die wir für die Businessgäste und für die Hotelgäste anbieten, aber auch für jeden in der Region. Da oben sind auch die WC-Anlagen. Das ist eine Treppe, die ist das verbindende Element, blöd, wie jede Treppe ist, aber unter dieser Prämisse, dass es sich läuft, als wir an Catwalk, als wir an Laufsteg, dass wenn eine Frau ihr neues Kleid ausführt, dann muss die wie eine Königin der Arbeit schweben. Und sie muss aber trotzdem sicher sein, sie muss sich sicher fühlen. Darum haben wir die Treppe unten geschlossen gemacht, wir haben die Wangen geschlossen gemacht, dass einfach von unten her die Sicherheit da ist. Wir sind im ersten OG des Mittelbaus, bedeutet direkt überhalb vom Restaurant. Es ist im Prinzip die Erweiterung des Restaurants. Wir haben da den Übergang auf die Empore, wo man dann natürlich in den Saal abschaut und das als Eventfläche mitnutzen kann. Wir haben auf der Seite haben wir die Seminarräume, sprich einer mit 75 Quadratmetern, 2 Besprechungsräume mit gut 30 Quadratmetern und wie wir vorher gesehen haben, dieser Open Workspace, wo wir zusätzliche Arbeitsplätze, vollwertige Arbeitsplätze eingerichtet haben für Besprechungen mit Drucker, mit allem Drum und Dran. Der Hotelbau ist auf der anderen Seite der Anna. Das heißt, unten ist Erdgeschoss mit dem Frühstücksraum, wo natürlich ins Restaurant integriert ist. Und nach oben hin sind einfach 5 Etagen mit Businesszimmern, 8 Suiten, die doppelt so groß, die haben knapp 40 Quadratmeter, mit einem Wahnsinnsausblick auf die Schweizer und auf die österreichische Bergwelt. Ja, das ist ein Musterzimmer, so nennt sich das. Da sieht man natürlich, es wird ein Zimmer speziell nochmal so gebaut, weil bis dahin hat man das immer nur auf dem Plan gesehen. Und jetzt hat man die Möglichkeit, zum wirklich von der Bettwäsche über die Haptik vom Vorhang, über die Größe des Spiegels, so einfach nochmal alles haargenau zum Hinterfragen und minimale Änderungen noch zum Treffen. Von dieser Sorte, das sind unsere Hauptbusinesszimmer, haben wir 123 Stück. Dann gibt es doppelt so große, das sind 8 Suiten, die einen schönen Ausblick haben. Und wir haben noch 12 Longstay-Apartments dazu. Das Highlight, was wir eigentlich haben, ist unser Bett. Das ist natürlich das Herzstück von jedem Hotelzimmer. Jetzt ist es meistens so, dass in einem normalen Hotelzimmer das Bett von der Wand rauskommt, hat mit der Anschlusssituation von Strom und Wasser zu tun. Mir war wichtig, wir haben da so eine Bergwelt, links und rechts, die Österreicher und die Schweizer, dass das Bett direkt zum Fenster steht. Sprich, wir haben ein Fenster eingebaut, das hat ein 16:9, also Panoramaformat. Und wir haben extra das Fenster um 25 cm höher gesetzt. Wir sind jetzt im Herzstück von Seidel Catering, wir sind im Herzstück vom Firmament. Et voilà, unsere Küche. Wir sind seit 25 Jahren Event-Caterer und ja, sind froh, dass wir wirklich so ein lässiges Ding anstellen haben können und da so richtig Gas geben können. Wir haben einen extrem herrlichen Arbeitsplatz, wir haben viele Fensterflächen, wir haben einen herrlichen Boden und ja, aus diesem Werkzeug kann man definitiv etliche Events machen und Menschen glücklich machen. Wir haben da eine Küche, die ausgelegt ist auf ca. 2000 Essen pro Tag. Sprich, wir werden nach wie vor um die 200 bis 300 Außen-Events haben für unsere Kunden, ganz klar, die über 3 LKW-Laderampen rausgehen. Aber natürlich geht von da auch die kulinarische Betreuung für das Hotel mit 150 Zimmern, für das Restaurant mit über 200 Sitzplätzen und natürlich auch für unsere Eventhalle. Das heißt, in dem Bereich da drunter, da haben wir jetzt die heiße Produktion mit der Kipper, mit der Kombidämpfer, die jetzt noch installiert werden. Also da ist das, was qualmt, da ist das, was wirklich Produktion anbelangt. Auf der Seite ist die kalte
Produktion, da würden die ganzen Platten angerichtet, da würden die ganzen Gläsli gespritzt, da wird alles, da haben wir zwei große Schockfroster, damit wir hygienisch immer auf absolutem Top-Niveau sind, sprich die Sachen kommen direkt aus dem Gargerät mit über 200 Grad in einen Schocker rein, wo der bakteriologisch gefährliche Bereich so schnell wie möglich überbrückt wird. Anschließend wird es da konfektioniert sozusagen. Wir haben in diesem Raum dahinter, das ist unsere eigene Patisserie, ist eine andere Klimazone, damit man da drinnen noch die Cremen und die Sahne und die Sachen gut aufschlagen kann. Wir haben eine eigene Teigproduktion da. Auf der Seite haben wir die Kühlräume, sprich die Kühlräume gehen die komplette Länge durch. Von der einen Seite können die Lieferanten anliefern, aus der hygienisch reinen Zone entnimmt es die Köche, bereiten das zu und dann geht es da wieder raus auf die Rampen. Also Abwasch ist sicher gleich wichtig und die Reinigung und die Hygiene ist definitiv gleich wichtig als das Kochen an und für sich. Vor allem, dass der Kunde immer ein sauberes Geschirr hat und saubere Gerätschaften vorfindet, ganz klar. Und da haben wir natürlich auch so spezielle Sachen uns überlegt. Das heißt, wir haben also eine Nassmülleinwurfstation, nennt sich das Ganze. Früher hat man einmal so Biotonnen gehabt und rund um die Käfer und die ganzen gruseligen Dinger. Dann hat man angefangen, die Biotonnen zum Kühlen und die kleuswärts anbringen. Mittlerweile gibt es ein Lessigsystem, das ist ein Gerät, da kann man Bioabfall, fällt halt einmal an. Da wird das mit Wasser zerquirlt und zermixt und wird unterirdisch in einen 12 Kubikmeter Tank rausgepumpt. Und alle 3-4 Monate kommt der Tankfahrzeug, pumpt das Substrat ab und bringt es zur Biogasanlage. Dementsprechend ist da ein Kreislauf auch noch dahinter nachhaltiger, dass man im Prinzip aus Lebensmittelresten, aus Schalen, aus was sich halt beim Kochen ergibt, dass man Biogas draus macht. Irgendwann landet das schmutzige Geschirr in einem extra Kühlraum, den wir da haben. Das Kühlraum deshalb, damit auch wirklich da kein Ungeziefer, kein Viecher oder sonst was umeinander ist, sondern das ist ein hermetisch abgeschlossener Raum. Die Sachen werden gekühlt, damit sie nicht eintrocknen können. Und im Anschluss würden die da mit diesen absoluten Marktführermaschinen da wieder gereinigt. Was wir vor allem haben, das ist der schönste Arbeitsplatz überhaupt. Denn wenn man da rausschaut, dann sieht man da im Normalfall die drei Schwestern und im Anschluss die Schweizer Berg. Also als Reinigungs- und als Arbeitsplatz ist das schon nicht schlecht. Ich bin 100% Dienstleister. Das heißt, ich habe nicht irgendeine Maschine, wo jeden Tag 2000 Produkte ausspuckt, sondern als Dienstleister bist du 100% auch für die Mitarbeiter nicht nur verantwortlich, sondern auch abhängig. Beziehungsweise je besser das deine Crew ist, umso überzeugter ist anschließend der Gast und umso bessere Qualität kommt dabei raus. Ja, zu einer lässigen Eventfläche, zu einem lässigen Projekt gehört natürlich auch gehören viele Gäste, dementsprechend viele Parkplätze. Wir haben draußen rund ums Gelände, auf dem eigenen Gelände haben wir 120 Parkplätze und da unten in der Tiefgarage nochmal 120. Investiert haben wir 23 Millionen, ist aber nur Geld. Peter Mostögl und Natascha Mostögl. Der Peter war die letzten 20 Jahre Geschäftsführer vom I&R, vom Schörtler, vom Gewerbebau. Er ist derjenige, der dieses komplette Projekt auf 17.500 Positionen auskalkuliert hat. Und also ihm gilt da der größte Dank in diesem ganzen Projekt. Also wir schauen, dass wir überall einen super Preis kriegen. Und jetzt, nachdem das wirklich 100% von allen Ausschreibungen auch vergier sind, sind wir nach wie vor im Budget. Was natürlich auch der Bank gegenüber irrsinnige Erleichterung und Sicherheit vermittelt. Also ohne Firma Investraum, ohne Peter Mostögl wird das Ding niemals da stehen. Mir ist wichtig, dass wir da wirklich ein Werkzeug hinstellen. Das Ganze ist betont und dahinter werden so viele lässige Veranstaltungen und glückliche Momente, egal ob das Hochzeiten sind oder Business-Sachen, ermöglicht. Wir haben einen sehr, sehr hohen sozialen Aspekt. Das heißt, der Lions Club Feldkirch wird dahinter anschließen, der haben seinen Sitz haben, wo ich schon seit vielen Jahren dabei bin. Bocker, wo verantwortlich ist für ein riesiges Netzwerk an internationalen Köchen, wird dahinter der Sitz haben.
Das wird einfach ein Melting Point, wo sich Leute vernetzen und einfach coole Zeit haben. Wo führt die Reise hin? Ja, also grundsätzlich ist es immer noch wie am allerersten Tag. Wir wollen Menschen glücklich machen. Wir wollen Firmen zum Erfolg verhelfen, sodass ihre Mitarbeiter, wenn sie zu uns kommen, nach 2 bis 3 Tagen super geschult sind, Teambuilding-Maßnahmen durchgeführt haben und einfach erfolgreich wieder ihrem Tagesgeschäft nachgehen können. Was wir natürlich hauptsächlich machen möchten, das ist ein Platz der Kommunikation. Also im Firmament ist sehr Multikulti. Netzwerke ist heutzutage eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Neue Menschen kennenlernen, offen auf neue Kulturen zugehen und auch neue Denkansätze aufnehmen. Und genau diese Plattform bieten wir da für jeden, der sich da wohlfühlt. Zu welchem Datum werde ich am Marktplatz sitzen, fein was trinken und anschließend den Zimmerschlüssel holen? Also jetzt sind wir definitiv im Finale. Das geht so nach 3,5 Monaten, sprich am 20. Juli wird es ein Soft-Opening geben, dann sperren wir die Türen auf und empfangen die ersten Gäste. Und der große Big Bang, der wird im 3. Oktoberwochenende sein. Also vom 21. bis 24. Oktober, 4 Tage lang, wird das der Hotspot von Vorarlberg werden. Und wir werden schauen, dass wir da jede Menge lässige Leute herbringen.